Ja, wir grüßen euch alle herzlich, einen wunderschönen guten Tag, auch die Locations in Ulm und in Heilbronn, mit einem großen Applaus von Stuttgart aus. Woo! Yes, come on! Hey, so schön, dass wir eine Familie sind. Ihr habt soeben diesen Taufclip gesehen und diesen, also nächsten Sonntag, der kommen wird, wird die große Taufe sein um 11 Uhr, 11 Uhr Celebration. Alle, die sich heute noch entscheiden oder in den nächsten Tagen, bitte sendet uns eine E-Mail an info@icf-stuttgart.de, sodass du neu durchstarten kannst, auch wenn du in den letzten Wochen eine Entscheidung getroffen hast für Jesus. Du hast die Möglichkeit, nächsten Sonntag mit uns allen das zu feiern bei ICF United. Und dazu lade ich euch ganz herzlich ein. Neben mir sitzt ein Gast, der auch einen riesen Applaus verdient hat. Das ist der Martin Dreier, Gründer der Jesus Freaks und Volkspeople. Hey, schön, dass du hier bist. Weil sein Leben ist ein unheimlich bewegtes Leben. Wir haben das Interview vorbereitet vor ein paar Tagen und ich war total berührt. Martin, du hast mir gesagt, dass am 21. September 1991, also vor ein paar Jahren, das ist schon fast 26 oder ziemlich genau 26 Jahre her, da habt ihr mit einem sogenannten Abhängabend mit ein paar Leuten gestartet, was deutschlandweit für Furore sorgte. Was genau ist da passiert? Ja, erstmal auch hallo von meiner Seite. Das war ein besonderer Abend. Wir haben nämlich uns mit Freunden getroffen. Und damals, müsst ihr wissen, das gab es noch nicht ICF. Ja, da gab es noch kaum moderne Gottesdienste. Und wir wollten einfach mal alles anders machen. Wir wollten mit Jesus abhängen, also eine lockere Form von Gottesdienst. Nicht verkrampft, nicht versteift, nicht religiös. Mit Musik, die uns gefällt, so wie wir sind. Einfach zusammenkommen, abhängen und halt mit Jesus abhängen. Und dann irgendjemand hat dann auch mal gepredigt. Und da gab es auch mal so ein paar Lieder, aber schon so Lieder, die eher so in unserem Style waren. Und das ganze Ding ist total explodiert. Ja, eben etwa so hat das ausgesehen, wie auf dem Bild, das wir jetzt gleich sehen. Das ist, glaube ich, eben sogar schon eingeblendet worden. Genau, ja, genau. Wir sind dann in meinem Wohnzimmer, wir haben auch dann so krass und so laut freakmäßig gebetet, dass meine Nachbarn dann irgendwie nachts um eins mit dem Besenstiel, weil wir dann irgendwie zusammen das Vaterunser gebetet haben. Dann mussten wir halt raus und sind ins Schanzenviertel, das ist so ein Hausbesetzerviertel damals in Hamburg gewesen. Das war ja im Norden Deutschlands und genau. Trotzdem hat sich die ganze Bewegung ja deutschlandweit ausgebreitet. Wie ist das dann gekommen? Genau, also von Hamburg aus, da diese dieses Foto, der Abhängabend, der wurde dann sehr berühmt durch so eine Medienwelle, die über uns geschwappt ist. Spiegel, Stern, Pro7, Sat1, RTL, alle haben sie irgendwie einen Bericht über uns gebracht. Damit wurden wir auch sehr bekannt. Mhm. Und irgendwann kamen dann Leute aus Stuttgart, aus Bayern, München, Nürnberg, überall meinten, hey, kommt mal zu uns. Wir wollen auch so eine Jesus Freaks Gruppe bei uns haben. Ja. Und dann sind innerhalb von 3-4 Jahren über 100 Jesus Freaks Gruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sind das alles so kleine Gruppen gewesen, so 7-8 Leute pro Gruppe, oder sind das größere Gruppen auch gewesen? Teils, das Gemeinden geworden? Ja, teils 7-8 Leute, aber auch 100, 200, 300. Remscheid ist eine große Gemeinde, die haben so eine alte Disco gemietet. Also es gibt auch größere Gemeinden. Nürnberg, aber, 500. Ja, ja, also ich sag mal so 4-5 Gemeinden sind richtig groß. Mhm. Münster ist eine sehr große Jesus Freaks Gruppe, aber einige Gemeinden sind auch sehr klein. Du hast auch verrückte Dinge getan, also wie der Martin Luther ja auch, der ist aufgefallen dadurch, dass er halt einfach frech war, auch ein Stück weit. Du hast es auch gemacht. Wir sehen hier so ein Bild von dir, von diesem Sarg, wo du da drin liegst. Was soll das? Also ich meine, das ist schon ziemlich schockierend. Ja, wir haben halt auf St. Pauli Reeperbahn, sagt euch das was, ja, Rotlichtviertel in Hamburg, eigentlich weltbekannt. Da wollten wir irgendwie so missionarische Einsätze machen, aber uns war klar, wenn du da Flyer verteilst oder dich mit einer Gitarre in die Ecke stellst, da hört dir keiner zu, die Leute lachen dich aus. Und da haben wir gedacht, wir machen so eine Beerdigung. Ja, so eine Live-Beerdigung. Und ich habe mich dann in so einen Sarg gelegt und die Freaks haben mich dann so um die Reeperbahn rumgetragen. Ja. Ein Typ vorweg in der Trommel. Oh Gott. Und dann hörtest du so in den Piepshows und so, hey, das ist so ein Mafia-Boss, der wird zu Grabe getragen und so. Aber ich lag da drin. Und dann irgendwann haben wir den Sarg abgestellt in der Mitte auf dem Spielbudenplatz und dann haben sich die Freaks in so einem Kreis gedreht und sich da drum gestellt und dann habe ich den Sarg von innen aufgestoßen. Und bin dann so schreiend rausgesprungen. Und alle... und so zombie-mäßig. Und dann haben wir so ein Stück gespielt und ich habe im Grunde mein Leben erzählt.
mein Leben ohne Gott. Und es endete dann in einem Gespräch mit einem jungen Mann von den Freaks. Und es war dann halt, wir haben wahnsinnig gute Gespräche danach über den Glauben gehabt. Innerhalb von 6-7 Jahren ist ja die Bewegung eigentlich sehr groß geworden, sehr schnell gewachsen, sehr, sehr stark geworden. Und dann gab es Momente, wo dann das Ganze auseinandergebrochen ist. Was würdest du sagen heute, was war der Grund, warum das dann die Jesus-Freaks-Bewegung doch auseinandergebrochen ist? Also, sie ist ja, es gibt sie ja noch, aber wir haben nur noch so 30, 40 Gruppen. Mhm. Wir haben erstmal, erster Grund war, wir hatten eine falsche Leiterschaftstheologie, auch von mir geprägt. Wie war die? Ich habe so gesagt, die Leiter, die Pastoren, das sind die letzten Ärsche. Ja. Der Leitungskreis sind die letzten Ärsche und der allerletzte Arsch, das ist der Pastor. Mhm. Das war auch Programm. Also ich habe den Job so als Dienender verstanden und als Pastor musst du auch die Klos putzen. Also auch keine Respekt gegenüber dem Pastor. Ja, also vor allen Dingen war das eine sehr große Dienstaufgabe und du warst der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. Und einer nach dem anderen ist dann bei den Jesus Freaks ausgebrannt aus dem Leitungskreis. Und ich war der Erste. Ja. Dann hatten wir, denke ich, auch in der Lehre waren wir zu schwach und sind dann in der entscheidenden Phase von so einer sehr charismatischen Sekte gespalten worden, die den Leitungskreis in die Hälfte gespalten haben, die viele große Gruppen Nürnberg, Bielefeld gespalten haben. Und das hat uns auch sehr doll geschwächt, weil danach musste sich die ganze Bewegung auch neu formieren und überlegen, was wollen wir eigentlich glauben, was sind unsere Glaubenssätze, wo wollen wir eigentlich hin? Du bist ja dann im freien Fall abgestürzt danach. Also ich habe so gehört, dass du dann angefangen hast, Drogen zu nehmen. Kannst du so ein krasses Beispiel noch nennen? Ja, ich hatte da 99 einen Burnout, klassischen Burnout, konnte nicht mehr schlafen, konnte nicht mehr abschalten und habe dann auf einer Party in New York im Urlaub eine Ecstasy geschenkt bekommen und habe die dann auf dem Klo genommen, so kannst du ja mal wieder machen und kann ja Gott nichts dagegen haben, habe mich noch so rausgeredet. Aber es hat dann letztendlich die Tür in die Welt der Drogen wieder ziemlich krass aufgestoßen. Und ich bin dann nochmal richtig in die Wüste abgestürzt, aber nach 4-5 Jahren hat Gott mich dann da rausgeholt und irgendwie auch reaktiviert, habe aber Therapie gemacht und ganz viel Seelsorge gemacht und dann hat Gott mich irgendwie da wieder rausgeholt. Also du hast ja auch Wunder erlebt, du hast einen goldenen Schuss genommen, eigentlich solltest du tot sein oder zumindest schwer behindert, hast es überlebt, das ist echt krass, du bist wieder auf die Beine gekommen, hast angefangen Bücher zu schreiben, unter anderem auch die Volksbibel, wofür du ganz stark kritisiert wurdest, deine moderne Übersetzung und das Krasse ist, dass du in einem Verlag schreibst, der auch nicht christlich ist oder die Bücher auflegst, sodass ganz viele Nichtchristen davon profitieren können. Wie hast du dieses erlebt, dass du dann, Martin Luther, wir sehen hier, Martin Luther, du und Martin Luther, also du eigentlich wie Volksbibelgründer, ein schönes Bild. Wie kamst du dazu? Ja, ich habe dann, nochmal studiert und habe im Jugendzentrum gearbeitet und da waren halt viele Jugendliche, die einfach noch nie was mit dem Christentum zu tun hatten. Und ich habe denen versucht, vom Glauben zu erzählen und festgestellt, die haben ganz andere Bedeutungen für Begriffe, christliche Begriffe. Also ich weiß noch, Mehmet, der sagte dann zu mir, ey Alter, ich hatte so ein richtig sündiges Wochenende. Ja, damit meinte er, er war auf einer tollen Party, hat eine tolle Frau kennengelernt, hatte so richtig Spaß. Mhm. Und dem dann zu sagen, du, Jesus ist für deine Sünden gestorben, das hätte er aber nicht machen brauchen, war seine Antwort. Ja. Also damit war klar, das muss eine Bibel geben, die ein anderes Wort für Sünde nimmt. Und da, aus dieser Idee heraus ist dann das Neue Testament entstanden. Und dadurch konntest du auch Zugang haben zu Menschen, die normalerweise Pastoren nicht so haben. Zum Beispiel auch zur Rockerszene. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von Nacken, 80.000 Zuschauer. Das war krass, ja. Wie kommst du dazu, dass plötzlich so offene Türen da sind? Also die Volksbibel hat mir auf wundersame Art und Weise Türen geöffnet, die mir und auch vielen Missionaren und Predigern verschlossen geblieben sind. Mhm. Und eine Tür war halt Wacken. Der Leiter von dem Festival hat über seinen Sohn, der die Volksbibel im Religionsunterricht hatte, plötzlich auf dem Frühstückstisch eine Volksbibel liegen. Wow. Mit der Folge, dass der Typ dann in der Volksbibel gelesen hat und der Sohn die gar nicht mit zu Gesicht bekam. Mhm. Und danach rief er irgendwann seinen Pfarrer an und der Pfarrer hat dann mich angerufen und gesagt, hey, komm mal bei uns
uns aufs Festival, wir wollen dir eine Bühne geben, du sollst eine Lesung machen. Und dann habe ich irgendwie da im Metalmarkt eine Lesung gemacht, also das Rahmenprogramm, nur um das mal deutlich zu machen. Vor mir war so ein Typ, der hat irgendwie Rasierklingen gefressen und da war ganz viel Blut und so eine Fakir-Show. Nach mir war so ein Typ, der hat seine Freundin nackt an so ein Gerüst gefesselt. Also nicht unbedingt Kirchentag oder so. Ja. Und zwischendrin kam dann, und jetzt kommt Martin Dreier und liest aus der Volksbibel. Wow, also Wacken hat dir offene Türen geschenkt und ich hoffe, dass offene Türen auch hier in Stuttgart und auch in Heilbronn und in Ulm sein werden. Unsere Türen weit offen, unsere Türen des Herzens für dich und deine Message gleich in wenigen Minuten. Danke. Tief in uns lebt eine Kraft, die uns von Gott geschenkt wurde. Es ist eine Kraft, die uns leben lässt, wenn uns Hass entgegenschlägt. Sie kann uns mit denen versöhnen, mit denen wir längst abgeschlossen haben. Es ist eine Kraft der Hoffnung, wenn scheinbar nichts mehr weitergeht. Und diese Kraft hilft uns auf, wenn wir gefallen sind. Diese Kraft zählt nicht unsere Misserfolge, sondern gibt uns immer wieder eine Chance. Es ist eine Kraft, die uns immer wieder Gott finden lässt, wenn wir ihn verloren haben und die selbst die größte Schuld begleichen kann. Diese Kraft ist ein göttliches Geschenk. Sie ist eine Botschaft, sie ist ein Auftrag. Lasst uns diese Kraft in die Welt tragen und allen sagen, dass ein Neuanfang möglich ist. Denn heute beginnt die Revolution der Gnade. Es ist so still, ganz ungewöhnlich für einen ICF-Gottesdienst. Ja, also ich freue mich wirklich ganz doll hier zu sein und ich habe dem Stefan Hensch versprochen, dass ich Grüße ausrichte vom ICF Berlin. Wer da euch schon mal von euch war, der Stefan Hensch hat hier, glaube ich, auch schon mal gepredigt. Ganz toller Typ, ganz toller Prediger. Und ja, das ist so unsere Gemeinde zurzeit und ich freue mich beim ICF in der Familie irgendwie mit drin zu sein und ihr wisst wahrscheinlich alle, was für ein großes Geschenk das ICF-Movement ist für uns normale Christen, wo wir Nahrung bekommen, wo wir Gemeinschaft erfahren. Und der Dan, mit dem habe ich ein paar Mal geskypt und gemailt und geschrieben und telefoniert. Und ich habe mich auch sehr viel mit ihm beschäftigt. Ich habe also bestimmt an einem Tag 5 oder 6 Predigten von ihm auf YouTube angehört, bis ich dann irgendwann dachte, ich brauche auch so eine verwaschene Jeans und muss dann nicht oder sagen. Aber ich bin dann doch der Martin, der hier vorne steht. Und wir haben in einem Gespräch so ein bisschen über diese Predigt länger geredet und Dan meinte, ihm ist es wichtig, dass das Wort Gottes, dass ihr als Gemeinde wieder heiß werdet auf die Bibel, wieder heiß werdet auf das Wort Gottes. Und dass die Bibel nicht nur so unsere geistlichen Snacks, unsere Häppchen sind, die wir so ab und zu mal zu uns nehmen, sondern dass wir wirklich wieder eintauchen in das Wort, dass wir die Bibel wieder ernst nehmen, dass wir die Bibel wieder zu uns sprechen lassen, dass wir neu entdecken, was die Bibel für uns Christen bedeutet. Ich habe also eine sehr intensive Vorbereitungszeit gehabt und das Thema und Titel dieser Predigt ist Luther und die Revolution der Gnade. Das ist die Serie, um die es geht und heute soll es um die Revolution des Wortes gehen. Revolution des Wortes. Und als Bibelstelle, viele von euch werden sagen, aha, da habe ich mit gerechnet, kommt der 2. Timotheus zur Sprache. 3. Kapitel 16 und 17, da steht Folgendes. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Martin Luther, da hängt der gute alte Mann, sein Kontifei, ja.
Er ist zurzeit wieder ziemlich gehypt in der christlichen Szene. Die evangelische Kirche hat die Luther-Dekade ausgeschrieben. Ich weiß nicht, wer von euch das so mitbekommen hat, da Berührungspunkte hatte. Überall in Deutschland beschäftigen wir uns 10 Jahre lang mit diesem Martin Luther. Und es ist interessant zu sehen, historisch zu sehen, dass Luther nicht nur die evangelische, lutherische Gemeinde stark geprägt hat, sondern auch viele Freikirchen, auch das ICF, auch wenn ihr das vielleicht nicht spürt, nicht wisst, nicht merkt, Wurzeln haben im Wirken von Martin Luther. Man kann sogar behaupten, dass es, wenn es Martin Luther nicht gegeben hätte, es keine Freikirchen geben würde. Luther hat uns alle irgendwie geprägt, er hat unseren Glauben geprägt, er hat unser Verständnis der Bibel geprägt, er hat unsere Rituale geprägt, unser Gebet geprägt, ohne dass wir das so wirklich merken, ohne uns dass uns das bewusst wurde. Und mir war das auch nicht so bewusst, bis ich dann einen Auftrag bekam, vor 2 Jahren dieses Buch hier zu schreiben, wo ich alte Texte von Martin Luther vervolksbibelt habe, also in eine verständliche Straßensprache gebracht habe, Martin Reloaded. Und da war ich teilweise echt total geschockt und auch echt geflasht zu sehen, was dieser alte Typ da vor 500 Jahren geschaffen hat und wie sehr ich heute davon noch profitiere. Beispiel: Wer von euch betet vorm Essen? Kann ich mal ein paar Hände sehen? Ihr seid doch alles fromme Leute. Okay, das geht tatsächlich auf Martin Luther zurück. Wusstet ihr das? Ja, Luther hatte den Wunsch, den Gedanken, dass der Glaube aus der sonntaglichen Kirchtradition in den Alltag kommt. Und er hat die angeleitet, dass die Leute vorm Essen beten, auch vorm Schlafengehen beten. Wer betet von euch mit seinen Kindern vorm Schlafengehen? Ich auch. Ja, das ist eine Tradition, die auf Luther zurückgeht. Ganz interessant. Bis dahin, dass sogar das, was wir Lobpreis nennen, was wir hier so wunderbar gehört haben und auch so genießen in Frienkirchen, das geht tatsächlich auf Luther zurück. Wusstet ihr das? Luther hatte die Idee, dass man Gassenlieder, so nannte er das, also Lieder von der Straße nimmt, die auf dem Jahrmarkt gesungen werden und dass das die Melodien sind, die in den Kirchen laufen sollen. Die Revolution der Gnade, das ist ja die Überschrift über diese Serie. Und ich habe mir da Gedanken zu gemacht, Revolution der Gnade, was kann das bedeuten? Was kann das für euch als Gemeinde bedeuten, für uns als Christen bedeuten? Wisst ihr, Revolution hat historisch gesehen auch immer Kampf bedeutet. Keine Revolution ist so mal eben vom Himmel gefallen, wupsdiwups, auf einmal war eine Revolution da und alles war anders. Nein. Revolution war nie einfach. Revolution musste erkämpft werden, musste erarbeitet werden. Es gab Verluste in jeder Revolution. Und ich vermute, dass wenn wir von der Revolution der Gnade sprechen, die ihr euch damit beschäftigen werdet, die nächsten Monate und Wochen, ja, dass auch das für euch Kampf bedeutet. Dass es für euch bedeuten könnte, dass es euch nicht so mal eben zufällt. Warum? Weil die Gnade und die Lehre über die Gnade so total, radikal gegen alles spricht, was du in der Welt gelernt hast. Die Gnadenlehre ist so anders, so radikal wie anders, wie man sie auch in vielen Gemeinden immer wieder gehört hat. Und ich habe den Eindruck, dass auch wir Christen, selbst wenn wir mal in der Gnade gelebt haben und die Gnade für uns ein wichtiges Thema war, die Tendenz immer wieder zurück in die Gesetzlichkeit geht, immer wieder zurückgeht in die Werkgerechtigkeit geht, immer wieder zurück dich drängt in ein Selbstwertgefühl, was nur gegründet ist auf deinen Werken, auf deinen vielleicht christlichen Werken, dass du mal die Bibel durchgelesen hast, dass du eine anständige Gebetszeit hattest, dass du im Gottesdienst warst, dass dein Selbstwertgefühl sich letztendlich gründet auf deinen
Taten, auf deinen Werken. Und die Gnadenlehre sagt total etwas anderes. Sie sagt, du kannst nichts für deine Erlösung tun, außer dich auf Jesus einzulassen, ihn zu deinem Herrn zu machen. Aber deine Taten sind Gott letztendlich total egal. Er will dein Herz. Er will in deinem Herz leben. Natürlich ist er daran interessiert, dass wir heilig leben, dass wir unser Leben verändern. Aber darauf kann dein Glaube nicht gegründet sein, sondern nur auf der Gnade. Und sehr oft braucht es ein Scheitern, ein Versagen, ein am Boden liegen, bis wir das kapieren, bis wir die Gnadenlehre wirklich an uns ranlassen, bis wir anfangen, auf dem Boden der Gnade zu stehen und unseren Glauben auf den Boden der Gnade zu stellen. Dan hat es angedeutet, meine Geschichte, mein Leben zeugt wirklich davon. Gott war sowas von gnädig mit mir, ja, wie man es in der Welt nie und nimmer erleben kann. Ich als Gründer der Jesus Freaks, der irgendwie abgegangen ist und der auch dann so ein bisschen bekannt geworden ist. Ich bin sogar mal von so einem christlichen Magazin zum Christen des Jahres gewählt worden. Schakalaka, ja. Und dann war ich auf einmal der Loser des Jahres. Jahre vorher hat man mich gefeiert als das große Vorbild und so wie Martin Dreyer, so müsst ihr leben. Und ein paar Jahre später war ich das große Anti-Vorbild und es gab Artikel, wo man von mir gewarnt hat. Wenn mein Leben, mein Glaube nicht auf der Gnade steht und ich nur abhängig davon bin, was Menschen über mich sagen, was Menschen über mich denken, dann bin ich verloren. Wie groß ist der Gnadenlevel in deinem Leben? Wie groß ist der Gnadenlevel in deinem Glauben? Das ist die Frage, die ich euch stellen will, die ich dir stellen will. Und die Antwort auf die Frage hat ganz stark mit deinem Gottesbild zu tun. Was für ein Bild hast du von Gott? Was für eine Vorstellung hast du von Gott? Was glaubst du, wie ist Gott drauf? Was für einen Charakter hat er? Wie geht er mit den Menschen um? Und wenn du ein strafendes Gottesbild vielleicht von deiner Kindheit, von deiner Erziehung her eingepflanzt bekommen hast, ein Bild, wo Gott hinter dir steht und dir auf die Finger haut, wenn du Mist machst, wo er dich bestraft für deine Sünden, schon hier in diesem Leben, wo er zornig vor dir ist, ja, dann prägt das dein Glauben, natürlich. Dann prägt das dein ganzes Leben, natürlich. Oder hast du ein gnadenvolles Bild von Gott in deinem Leben? Von einem gnädigen Gott, von einem liebevollen Gott. Und es ist interessant, wir finden tatsächlich beide Gottesbilder auch in der Bibel. Und die mit einem strafenden Gottesbild rumlaufen, die zitieren tausende von Bibelstellen. Und es ist wichtig, da komme ich nachher noch zu, wie du mit der Bibel umgehst, um in dein Herz das Bild von Jesus zu bekommen. Von dem gesagt wurde, er ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. So beschreibt es Paulus im Kolosser 3. Jesus ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Und wenn du wissen willst, wie Gott ist, wie Gott drauf ist, was für einen Charakter er hat, dann musst du Jesus anschauen. Dann musst du ihn betrachten. Dann musst du seine Worte zu dir reden hören. Das war eine Frage, die Luther beschäftigt hat und die Luther beeinflusst hat. Und Luther hatte eine ganze lange Zeit in seinem Leben ein falsches Gottesbild. Ein Gottesbild, was ihn Furcht bereitet hat. Und ich möchte euch jetzt einen kurzen Ausschnitt zeigen aus einem Film, wo das sehr schön deutlich wird. Ein Luther-Film, der vor vielen Jahren auch in den Kinos gelaufen ist. Bitte Video ab. Mutter der Jungfrau! Hilfe! Lass mich nicht der
Gottes Wort. Ich tue ja alles. Wir tun es mehr. Ich werde Mönch. Ich Der gute alte Luther. Ja, Luther war voller Furcht. Und er dachte, Gott will ihn wirklich töten mit diesem Blitz. Und man weiß nicht genau, warum. Hatte er sündige Gedanken? Vielleicht Gedanken nach Verlangen nach irgendeiner Frau, die ihm da begegnet ist auf dem Markt. Man weiß es nicht genau, aber er fühlte sich sündig, er fühlte sich unrein, er fühlte sich unwert. Und er dachte, die einzigste Strafe, die richtig wäre, ist, dass Gott ihn tötet, dass Gott ihn tötet, dass Gott ihn mit einem Blitz tötet. Und er hatte so eine Angst, dass er auf die Knie fällt und dass er wirklich ja, gezittert hat am ganzen Leibe. Luthers Gottesbild war voller Furcht. Und er hat sich sein Leben lang unwürdig gefühlt. Er war sein Leben lang abhängig von der Meinung von Menschen. Und er hat sich selbst verdammt. Er hat wahnsinnig viel gearbeitet, um sich irgendwie wertvoller zu machen vor Gott. Und er glaubte, dass Gott ihn nur segnen kann, wenn er das perfekte christliche Leben führt. Ja, das perfekte Leben führt, so wie er denkt, Gott es von ihm möchte. Er ist nach Rom gepilgert. So genau, wie es gefordert wurde damals von der katholischen Kirche. Er hat sogar diese Ablassbriefe gekauft, ja, um für seine Verwandten dafür zu sorgen, dass deren Seele vom Fegefeuer in den Himmel rücken kann. Das war ja so die Lehre, die katholische Kirche damals verbreitet hat, damit sie irgendwie ihre teuren Gebäude bezahlen konnten, ihre teuren Kirchen. Und dann auf einmal passierte eine Revolution, Luthers persönliche Revolution, Luthers persönliches, mega krasses Aha-Erlebnis. Und wisst ihr, wie das passiert ist? Er entdeckte das Wort Gottes. Und er stellte fest, das, was ihm die Prediger immer erzählt hatten, das, was er gelesen hatte und gehört hatte, über wie Gott ist, wie Gott drauf ist, sein Gottesbild, das war total falsch. Das war nicht so, wie es ihn die Kirche gelehrt hatte. Sein Gottesbild war falsch. Und er hatte unter diesem falschen Gottesbild so sehr gelitten. Und auf einmal stellt er fest, nein, Gott ist ein anderer Gott. Gott ist ein anderer Gott. Jesus ist anders drauf. Jesus ist voller Gnade für die Menschen. Jesus hat sich zu der Sünderin heruntergebeugt. Jesus hat keinen gefragt, hey, wie hast du letzte Woche gelebt? Jesus geht es um Vertrauen, um Glauben, nicht um Taten. Und er hat die Bibel übersetzt und er war so geschockt, ja, er war so geschockt, als er diese Botschaft mitbekam. Und es gibt Briefe von ihm, wo er seinem Vater und seinen Freunden schreibt, hey, ich habe jetzt die Bibel, ich habe das Original, ich übersetze und ich bin total überrascht, was da alles drinsteht. Und mein Gottesbild verändert sich. Und ich merke, dass Gott ein gnädiger Gott ist, ein liebender Gott ist. Ein Gott, der Gnade ist. Ich mache jetzt hier einen kleinen Luther-Striptease. Und als er das erkannt hat, ist er natürlich damit rausgegangen und musste darüber predigen und musste das den Leuten sagen. Hey, was du über Gott glaubst, ist nicht das, was in der Bibel steht. Gott ist anders. Gott ist liebevoll mit dir. Jesus ist liebevoll mit dir. Und es gibt einen interessanten Ausschnitt aus einem Brief, da schreibt er, als er diese Erkenntnis hatte, da erbarmte sich Gott meiner. Der Text könnte jetzt auch da stehen, ja, da erbarmte sich Gott meiner. Tag und Nacht war ich in tiefen Gedanken versunken, bis ich endlich den Zusammenhang der Worte beachtete. Die Gerechtigkeit Gottes wird in mir offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Zitat Ende. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche zu verstehen, durch welche der Gerechte als durch Gottes Gabe lebt, nämlich aus dem Glauben. Da fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren und durch offene Tore trat ich in das Paradies ein. Luther enttarnte das falsche Gottesbild, was er hatte, durch das Wort Gottes. Und darum brauchen wir
immer wieder neu und ihr auch eine Revolution des Wortes Gottes in deinem Leben. Wir müssen immer wieder neu unser Gottesbild, was wir im Alltag haben, was in unseren Köpfen, in unserem Herzen rumschwirrt, abgleichen mit dem Gottesbild, was Jesus darstellt, was Jesus beschreibt, was wir in der Bibel finden. Wir finden das richtige Gottesbild nur in der Heiligen Schrift, nicht in Predigten, auch wenn ihr so einen tollen Prediger wie den Dan habt. Und ich vermute, er hat immer ein gutes Gottesbild in seinen Predigten dabei. Ich habe ja nur diese 5 gehört. Ja. Aber auch nicht in geistlichen Büchern, auch nicht in Erzählungen, auch nicht in der Seelsorge. Es ist wichtig, dass wir unser Gottesbild immer wieder neu in der Bibel finden, in Jesus finden. Und Jesus, Leute, Jesus ist so ein cooler Typ. Und ich habe mich wirklich viel mit diesem Jesus beschäftigt und habe letztes Jahr sogar noch mal ein Buch über ihn schreiben müssen, weil ich so coole Seiten an ihm gefunden habe, so faszinierende Seiten an Jesus gefunden habe. Und Jesus ist so anders. Er ist so anders, wie man ihn in vielen Gemeinden findet. Und gerade auch in, bevor ich Christ geworden bin, meine Eltern sind immer auch in so eine alte Kirche gegangen und da hing dann immer so ein Jesus am Kreuz vorne, blutend, schmerzverzerrtes Gesicht, leidend. Und ich dachte so, oh Mann, so war Jesus also. Okay, der hat also wahrscheinlich sein ganzes Leben irgendwie gelitten und ist gefoltert worden und geblutet. Aber hey, natürlich, das war ein ganz wichtiger Moment, der wichtigste Moment überhaupt. Aber Jesus hat auch gelebt, er hat gefeiert. Ihr kennt die Geschichte Hochzeit zu Kanaan, ja, wo er letztendlich eine Party gerettet hat. Er hat eine Hochzeitsparty gerettet, wo der Alk alle ging. Ja. Und irgendwie, ich denke so, heute würde man vielleicht sagen, so als frommer schwäbischer Christ, okay, irgendwie der Herr hat gesprochen, der Wein ist alle, aber jetzt trinken wir nur noch Apfelsaft, ja, oder Wasser. Aber nein, Jesus macht aus 600 Liter Wasser 600 Liter Wein und der Mundschenk kommt an und sagt, Alter, kann gar nicht angehen. Normalerweise schenkt man den billigen Wein am Ende aus, wenn die Leute alle schon besoffen sind und ihr macht es genau umgekehrt. Ich meine, das ist ja auch eine Aussage. Ja. Jesus hat das Leben geliebt, Jesus hat gefeiert, Jesus war voller Freude, Jesus hat bestimmt auch super viel gelacht und hat bestimmt super viele Jokes auch gerissen. Ich glaube, dass Jesus ein rundherum positiver, toller Mann war. Und wir finden dieses Bild in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Wir müssen nur mal genau hingucken. Zweitens, das ist für euch, die ihr so ein bisschen charismatisch angehaucht seid, vielleicht ein alter Hut, Gott redet auch heute noch durch die Bibel zu uns. Und das ist eine Sache, die ich, Jesus, Heiliger Geist, macht da 3 Striche drunter. Das ist so, so wichtig heute, sich das immer wieder bewusst zu machen. Warum? Wir brauchen Reden Gottes. Also ich auf jeden Fall, ich brauche das ständig. Ich habe ständig Situationen im Alltag, wo ich denke, hey, wie soll ich mich jetzt entscheiden? Was soll ich jetzt machen? In welche Richtung soll mein Leben jetzt gehen? Ich brauche das Reden Gottes. Und Gott hat sich entschieden, durch diese Bibel, durch diese Schrift zu uns zu reden. Eine Schatztruhe von Gottes Reden zu uns stellt die Bibel dar. Wenn du Fragen an Gott hast, dann stell der Bibel diese Fragen. Auch über dein persönliches Leben und du wirst Antworten bekommen. Drittens denke ich, es ist auch wichtig zu sagen, die Bibel ist in geistlichen Dingen, hat sie die höchste Autorität auf der ganzen Erde. Ihre Aussagen über geistliche Wahrheiten können nicht übertroffen werden durch noch so ein geistliches Buch. Sie ist nicht ein wissenschaftliches Buch und darin hat sie, das ist nicht ihr Ziel. Ich glaube nicht, dass die Bibel unbedingt erklären will, wie jetzt wissenschaftlich diese Welt entstanden ist. Das ist nicht ihr Ziel. Aber in geistlichen Dingen hat sie die absolut höchste Autorität.
Viertens, die Bibel hat auf übernatürliche Art und Weise eine Wirkkraft in sich. Die Worte der Bibel haben Macht. Und ihr wisst, denke ich, dass Worte generell Macht haben. Ich habe lange Zeit in der Psychiatrie gearbeitet und habe dort festgestellt, dass, ich sag mal, so ein 80-90% aller psychiatrischen Probleme letztendlich mit Worten zu tun haben. Da hat irgendein Mädel ganz krasse Depression, schnippelt sich selber, macht sich zu, nimmt irgendwelche Drogen und du redest mit ihr und du stellst fest, ihr Vater hat ganz schlimme Sachen über ihr ausgesprochen. Hat sie gesagt, du bist die letzte Schlampe, du wirst nie was werden im Leben. Und diese Worte waren wie ein Fluch, der sie belastet hat. Und da die Worte der Bibel entgegenzusetzen, und in der christlichen Seelsorge ist das ein alter Hut, ja, Bibelstellen aufschreiben, auf Karten, auswendig lernen, sich das immer wieder aufsagen, das hat eine positive Wirkkraft auf deine Psyche, es wird dich heilen auf übernatürliche Art und Weise. Und die Psychologen und Psychiater, die schlackern mit den Ohren und können es nicht verstehen, aber es ist wirklich so, in der christlichen Seelsorge hat man hunderte, dutzende Beispiele dafür gefunden, wo das wirklich so ist. Die Bibel hat auf übernatürliche Art und Weise eine positive Wirkung auf uns. Ich habe noch 5 Minuten. Ich will, den letzten Punkt, er ist mir doch wichtig. Ja, ich möchte trotzdem euch auch sagen, dass die Bibel auch ausgelegt werden muss. Die Bibel muss ausgelegt werden, denn es gibt auch Stellen, die deutlich machen in der Bibel, dass auch die dunkle Seite der Macht die Bibel kennt. Ihr kennt die Stelle, denke ich mal, aus Lukas 4, Jesus in der Wüste, er hat nichts gegessen, er fastet und er tut das als Vorbereitung auf seinen Dienst. Und da kommt der Teufel an, Lukas 4, 9 bis 11, und er sagt zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich von hier hinab, denn es heißt in der Schrift, seine Engeln befiehlt er dich zu behüten und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Ja, der Satan zitiert die Bibel. Und es ist krass zu sehen, dass auch viele Sekten, die mal gut gestartet sind, ja, über falsch ausgelegte Bibelstellen in eine falsche Richtung abgedriftet sind. Aber Jesus kennt das Herz Gottes und er kann die Schrift richtig auslegen und er antwortet, die Schrift sagt aber, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Ich denke, dass das Wort von Gott, vom Heiligen Geist in uns immer bestätigt werden muss. Gott muss es in uns lebendig machen und das tut er durch den Heiligen Geist. Die Bibel sagt von sich selbst, dass der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und Gott sehnt sich nach einer lebendigen, nach einer feurigen Beziehung mit dir, mit uns. Und er will mit dir ins Gespräch kommen, er will mit dir reden und er will dein Herz für sich erobern. Und er will, dass wir seine Worte in uns aufnehmen und dass seine Worte, die Bibel, in uns das bewirken kann, was sie bewirken soll. Sie soll uns heilen, sie soll uns Kraft geben, sie soll uns Richtung geben. Sie soll das lebendige Wort für jeden von uns werden. Und sicher hat Gott uns auch einen Verstand gegeben. Und auch dieser Verstand ist ein Geschenk. Und wir können diesen Verstand nutzen, um auch Bibelstellen abzuchecken, auch mit einer weisen Art mit bestimmten Bibelstellen umzugehen, um sie zu vergleichen, um zu gucken, ist das im Gesamtkontext der Heiligen Schrift, ist das das, was Gott im Ganzen zu uns sagen will? So bist du auf der sicheren Seite. Ich würde mich freuen, wenn wir als ICF, wenn ihr als Gemeinde das Wort Gottes wieder neu in euch Kraft gewinnt, wenn ihr euch dem Wort Gottes wieder neu stellen würdet, wenn das Wort Gottes für euch wieder ein neues Abenteuer wird, was man als Christ entdecken kann. Für mich ist es eine
immer wiederkehrende Geschichte. Und ich weiß, dass ich am Anfang als Christ sehr viel Bibel gelesen habe. Und dann gab es eine Phase, wo ich kaum noch Bibel gelesen habe. Und das war auch eine Phase der Dürre, der Wüste, der Gottesferne. Und dann gab es ja wie so eine Art neue Bekehrung. Und Gott hat wieder neu das Wort Gottes in mein Leben gelegt. Und mit der Volksbibel habe ich mich nun auch noch sehr intensiv mit der ganzen Bibel, dem Neuen und dem Alten Testament, beschäftigt. Und gerade merke ich, dass es wieder eine neue Zeit geben wird in meinem Leben, wo ich mich wieder mehr mit der Bibel beschäftige, mit dem Wort Gottes. Wo ich mich mit den Aussagen der Bibel beschäftige, wo ich sie abgleiche mit meiner Vorstellung von Gott, wie ich sie zurzeit habe, mit welcher Vorstellung, Gottes Vorstellung ich immer wieder rumlaufe. Und Gott ist ein gnädiger Gott, Gott ist ein liebender Gott, Gott ist ein Gott, der sich zu uns gewandt hat und der mit offenen Armen vor dir steht und jeden Tag und jede Sekunde deines Lebens mit dir bestreiten will. Amen.